Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zur Feier der Heiligen Messe heute am Sonntag. Wir haben begonnen mit einem Lied des Vertrauens auf Gott, den Herrn. Er ist wirklich der Fels unserer Zuflucht, auch in einer schwierigen Zeit, auch in der Zeit der Bedrängnis, wo die Pandemie wieder aufflammt. Wir haben Gott, der mit uns durch die Krise geht, der uns beschützt und behütet. Wir müssen mit ihm zusammenarbeiten, aber er ist ein verlässlicher Schöpfer, ein verlässlicher Erlöser. Er ist unser allerbester Freund, den wir haben. So wollen wir zu Gott, dem Herrn, unsere Zuflucht nehmen und ihn um die Vergebung unserer Sünden bitten. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, deine Gnade komme uns zuvor und begleite uns,
damit wir dein Wort im Herzen bewahren und immer bereit sind, das Gute zu tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. An jenem Tag wird der Herr der Heere auf diesem Berg, dem Zion, für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er wird uns retten. Das ist der Herr, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Ja, die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Schwestern und Brüder, ich weiß, Entbehrungen zu ertragen, ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht, in Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Trotzdem habt ihr Recht daran getan, an meiner Bedrängnis teilzunehmen. Mein Gott aber wird euch durch Jesus Christus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Unserem Gott und Vater sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Danke.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf: Sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig, er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Leute anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was hier in dieser Geschichte erzählt wird, das kann wohl heute eigentlich nicht mehr passieren. Wer wollte denn heute nicht bei einem Festessen dabei sein, zu dem ein Königshaus einlädt? Oder wer würde sich nicht ausgezeichnet fühlen, an der Sommerparty der Kanzlerin teilnehmen zu dürfen? Nicht das Ablehnen einer solchen Einladung ist wohl heute das Problem. Das Problem ist vielmehr, eine solche Einladung überhaupt erst einmal zu bekommen. Durch eine solche Ehrung fühlt man sich aufgewertet. Das ist jedenfalls der Gedanke, der mir beim Lesen dieses Evangeliums kam. Das würde heute wohl so nicht mehr passieren. Andererseits, liebe Schwestern und Brüder, wir wissen alle, dass es sich bei der Geschichte, die unser Herr Jesus Christus hier erzählt, um ein Gleichnis handelt. Das Festmahl, das ist das Himmelreich, der König ist Gott, der Kronprinz ist Jesus, der Sohn Gottes. Die Knechte, das sind die Propheten, die über Jahrhunderte hinweg die Menschen immer wieder zu Gott eingeladen haben. Die Eingeladenen, das ist das Volk Gottes, das sind vor allem seine Führer, die Hohenpriester, die Ältesten, die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Sie lehnen die Einladung ab, aber nicht nur das. Ein paar Monate später schlagen sie den Sohn Gottes ans Kreuz. Liebe Schwestern und Brüder, die Begründungen, die für die Ablehnung der Einladung genannt werden, klingen sehr modern
ich habe meine Geschäfte, meine Arbeit ist mir wichtiger, mir fehlt die Zeit für ein solches Vergnügen. Im Moment leider geht es jedenfalls nicht. Diese Entschuldigungsgründe scheinen uns ja keineswegs fremd. Es ist doch eigentlich sonderbar. Wenn es sich um die Einladung einer renommierten Persönlichkeit handelt, dann findet man in der Regel immer Zeit. Wenn es aber um die Einladung Gottes geht, dann fehlt es uns oft nicht an Entschuldigungen. Im Moment haben wir Sonderkonditionen in der Corona-Zeit, aber auch wenn man an normale Zeiten denkt, da könnte manch einer wohl zur Feier der Heiligen Eucharistie des Sonntags kommen, aber er fühlt sich nicht eingeladen, er bleibt lieber zu Hause. Wo sind dann die Eingeladenen? Obwohl nun die Einladung, von der der Sohn Gottes im Gleichnis spricht, abgelehnt wird, sie bleibt trotzdem bestehen. Nur ergeht sie jetzt völlig unerwartet nicht mehr an die, die glauben, ich bin ja ohnehin schon immer dabei, sondern an alle Menschen, an die Guten und ausdrücklich auch an die Bösen. Das verdeutlicht Jesus durch sein Bildwort, geht hinaus auf die Straßen. Da hören wir so etwas auch vielleicht das, was unser heiliger Vater Papst Franziskus so oft sagt, mit, wenn er sagt, geht an die Ränder, holt die hinein, die bisher sich innerlich noch nicht zugehörig fühlen. Seid missionarisch, Kirche, versucht andere für Christus zu gewinnen. Liebe Schwestern und Brüder, wo immer auch die Menschen herkommen, sie sollen alle in den Festsaal Gottes eintreten. Alle sollen zum Glauben kommen. Und stelle sich das vor, all die Guten und all die Bösen, die in den Festsaal strömen. Aber hier gilt, es ist völlig gleichgültig, wie früher dein Leben ausgesehen hat. Wichtig ist einzig und allein, dass du jetzt die Einladung Gottes annimmst und dass du in einem hochzeitlichen Gewand erscheinst. Abgewiesen wird nur der, der kein Hochzeitsgewand trägt. Wahrscheinlich, liebe Schwestern und Brüder, sagen Sie, ja, hier kommt vielleicht ein Knackpunkt im heutigen Evangelium. Hier ist eine Stelle, die mir immer wieder aufstößt. Ja, hier ist in der Tat etwas, das auch mich bewegt. Wie kommen denn all diese armen Schlucker von den Hecken und Zäunen und Sträuchern und vom Straßenrand an ein Hochzeitsgewand? Und warum hat nur einer keines? Es war ja so früher manchmal, dass den Gästen einer königlichen Einladung ein Festgewand überreicht wurde beim Eintritt in den Palast. Aber sollte dann etwa für diesen einen kein Gewand mehr vorhanden gewesen sein? Und es ist doch eigentlich undenkbar, dass er gesagt hat, mich interessiert nur das Festmahl, nicht mein Aufzug. Aber an dieser Stelle spüren wir noch einmal, dass es hier wirklich um ein Gleichnis geht. Das hochzeitliche Gewand, das muss mehr bedeuten. Wer sind denn diese Neueingeladenen? Liebe Schwestern und Brüder, das sind die Armen, das sind die Verschmutzten, die Hoffnungslosen, die Ausgestoßenen, die Mutlosen. Es sind die, an denen das Leben vorbeiläuft. Viele von ihnen haben sich bereits selbst aufgegeben. Sie haben keine Zukunft mehr. Sie sind an den Rand geraten, manche sind vielleicht kriminell geworden, sei es aus einer bestimmten Situation heraus, sei es aus eigener Charakterschwäche, sei es aus Wut oder Trotz einer selbstgerechten Gesellschaft gegenüber. Bislang standen sie jedenfalls am Rande. Und außer der Polizei hat sich wahrscheinlich nur die Passkontrolle für sie interessiert. Aber jetzt bekommen sie durch Gott auf einmal eine neue Chance. Jetzt sind sie drin und stehen nicht mehr draußen vor der Tür.
Mit dieser Einladung Gottes bekommen sie wieder Lebensmut, Hoffnung und Zukunft. Und für diejenigen, die im Staub der Straße zu ersticken drohten und die im Dreck ihrer Schuld immer mehr und immer tiefer versackten, tut sich jetzt ein neuer Weg auf. Jetzt atmen sie auf und sehen auf einmal Licht in ihrer Dunkelheit. Sie nahmen die Einladung nicht nur an, sondern ließen sich durch diese Einladung Gottes auch innerlich verwandeln. Sie haben sich zum Guten verändert. Mit dieser Einladung können sie ein neues Leben beginnen. Liebe Christen, dieses hochzeitliche Gewand, von dem unser Herr spricht, ist aus vielen Fäden gewoben. Es besteht aus Reue, es besteht aus gutem Willen, aus neuem Lebensmut und es besteht vor allem auch aus der Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass Gott einem eine neue Chance einräumt. Nicht Selbstgerechtigkeit, Berechnung oder Augenwischerei kennzeichnet sie, sondern der ehrliche Wille, neu anzufangen. Wenn du wirklich neu beginnen willst, dann ist das, denke ich, dein Hochzeitskleid. Dann gehörst du dazu, dann bist du drin. Was vorher war, das zählt nicht mehr. Und damit wird deutlich, wer dieser Mann gewesen ist, der kein hochzeitliches Gewand trug. Er nimmt einfach mit, was er bekommen kann. Er verknüpft das Angenehme mit seinem üblichen Lebensstil. Er zieht sich nicht um, das heißt, er wandelt sich nicht von innen, er verändert sich nicht zum Guten. Das könnte ihn ja vielleicht daran hindern, noch aus anderen Angeboten Profit zu ziehen. Ich glaube, dieses Verhalten, das kennen wir auch aus dem ein oder anderen Lebenszusammenhang. Es ist uns nicht fremd, so alt die Geschichte auch sein mag. Für solche Leute, da braucht der König keinen Rausschmeißer, die katapultieren sich selbst aus dem Festsaal hinaus. Liebe Schwestern und Brüder, übersehen wir zum Schluss nicht das Wort, das vielen von uns vielleicht Angst macht, aber das im Grunde sehr tröstlich ist, wenn wir es richtig verstehen. Viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. An dieser Stelle sehe ich die vielen von den Straßen. Von ihnen wird nur ein einziger hinausgeschickt. Und das dreht das Wort doch um. Dann heißt es für mich, was auch war und was in der nächsten Woche auch passieren wird, immer habe ich die Chance, mich umzuziehen, das heißt mich zu bekehren, das Hochzeitskleid anzulegen. Das ist eine wirklich frohe Botschaft, aus der wir leben können, nicht nur für die kommende Woche, sondern für unser ganzes Leben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So sprechen wir das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So halten wir Fürbitte.
Was für Menschen unmöglich ist, für Gott ist alles möglich. So bitten wir ihn voll Zuversicht. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke den Mächtigen der Erde Weisheit und Klugheit, damit sie rechten Entscheidungen treffen zum Wohl der Menschen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gib den in Wissenschaft und Technik Verantwortlichen die Kraft zur Selbstbeschränkung, damit wir Menschen nicht die Erde verderben. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Mehre in deiner Kirche Glauben und Liebe, damit die getrennten Brüder und Schwestern sich in Einheit um Christi Altar versammeln. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Erwecke in uns allen den Geist des Teilens und Helfens, damit die Güter der Erde für alle zu reichen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gewähre den Verstorbenen Verzeihung der Sünden, damit sie auf ewig bei dir leben. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Denn du regierst die Welt in Weisheit und Liebe, dir sei Ehre und Herrlichkeit durch Christus in alle Ewigkeit. O Herr, gib all unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. Herr, lass sie ruhen und leben in deinem Frieden. Lasset uns beten. Herr und Gott, nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen,
durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist der Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Wir jubeln Engel. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt,
damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Antonius und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit, stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Darum dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort,
so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi.
Liebe Christen, die Vermeldungen des heutigen Sonntags. Noch einmal die herzliche Bitte unseren Ordnern, die an den Kirchtüren einen wichtigen Dienst zu und wertschätzend zu begegnen. Wir empfehlen auch in der Kirche, wie die meisten es von Ihnen ja tun, durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Vom Erzbistum Köln kam ferner die Anweisung, die Kirchenheizung etwas zurückzunehmen, weil bei voller Tätigkeit eine erhöhte Ansteckungsgefahr besteht. Mitgebrachte Wintermäntel, Winterjacken, Pullover, Wolldecken werden gute Dienste tun. Weitere kreative Ideen nehmen wir gerne an. Denken Sie daran, schützen Sie sich selbst und auch andere. Leider ist aufgrund der gestiegenen Corona-Zahlen in Wuppertal unsere Pfarrwallfahrt nach Nevigis vorerst nicht möglich. Wir könnten zwar am nächsten Samstag im Neviger Mariendom die Heilige Messe feiern, aber kein gemeinsames Stück des Weges zurücklegen, was ja dem Charakter einer Wallfahrt entspräche. Deswegen wollen wir die Wallfahrt kurzerhand verschieben. Alle aber sind herzlich eingeladen, die Anliegen von Kirche und Welt der Mutter Gottes Maria im Gebet zu empfehlen, gerade in einer bedrängten Zeit. Am kommenden Samstag, dem 17. Oktober, finden deswegen, weil die Wallfahrt verschoben wird, die nachmittägliche Beichte und die Vorabendmesse hier in unserer Pfarrkirche wie gewohnt statt. Für Dienstag lädt Frau Ute Geppert, unsere Gemeindereferentin, herzlich ein, 19 Uhr hier nach St. Antonius zu einem Wortgottesdienst für psychisch Erkrankte und deren Angehörige. Herzliche Einladung. Der Seniorennachmittag am 14. Oktober, 15 Uhr, fällt pandemiebedingt leider aus. Ein neuer Termin wird rechtzeitig aber bekannt gegeben. Herzliche Einladung zu unseren Rosenkranzandachten freitags nach der Heiligen Messe hier in St. Antonius und dienstags vor der Heiligen Messe, also 17.30 Uhr in Herz Jesu. Wir beten auch für unsere verstorbenen Mitchristen Daniela Kuss und David Miskiewicz. Möge der Herr sie aufnehmen in sein ewiges Leben. Und jetzt erbitten wir für die kommende Woche Gottes besonderen Schutz und Segen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in der heiligen Opferfeier nährst du deine Gläubigen mit dem Leib und Blut deines Sohnes. Gib uns durch dieses Sakrament auch Anteil am göttlichen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.